Sissel, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sim-Folge. Ja, was machen wir denn mal mit unseren Sims heute? Kathy ist immer noch benommen von dem Streit mit Alexis in der letzten Folge. Tagesaufgabe muss sie keine machen. Jerry muss wieder... Nein! Was? Spielen mit? Dann hat sie so einen Balken da drüber. Hä? Okay. Sie sollte auf jeden Fall nochmal Mikroskopproben sammeln und dann die Kuh melken. Ob Alexis das irgendwann nochmal zärtlicher hinbekommt? Ich wüsste jetzt nur echt mal gerne, was sie damit verbessert. Verbessert sie damit ihre Gärtnerfähigkeit? Oder wie hieß das? Gartenarbeit? Das könnte ja natürlich sein. Okay, Jerry würde ich jetzt gerne ein bisschen Computerspiele spielen lassen. Spiel mal einen Sportspaß. Okay. Max hat es abgeschlossen. Alexis muss Bücher schreiben, beziehungsweise... Ja, doch, Bücher. Weiterschreiben, bitte. Und die beiden haben noch keine Tagesaufgaben. Oh. Also anscheinend verstehen sich ja alle prima mit der Kuhpflanze, muss ich ja sagen. Aber wenn wir mal ein wenig hier... Ups, die Wand. Ein wenig Jerry beim Zocken zugucken hier. Ja, aus der Perspektive haben wir schon so oft zugeguckt. Also da hat Jerry jetzt aber gerade anscheinend was versemmelt und das war ganz klar eine Schraube. Oh! Was für ein Torjubel! Aber ich muss sagen, das ist mir neu, dass man FIFA so spielen kann. Einfach nur mit der Maus und der Tastatur und dann bewegen sich die Spieler auch so, ohne dass man auch nur irgendwas macht. Huch. Es gibt sehr interessante Blickwinkel. Wo hängen wir denn hier drin? Hängen wir in der Wand? Wir sind im Garten. Oh, oh. Sierra guckt uns an. Ist das hier die Tür? Ja, das ist die Tür. Es ist echt schade, dass man hier dann nicht die Treppe auch so hoch gehen kann, sondern dass man hier dann durch die Wand durchgeht. Also es wäre super, wenn das gehen würde. Ach ja, Vater und Tochter. Oh, Cleo will auch noch mit der Kuhpflanze spielen. Ist jemand noch genau hier? Koketter Gatte noch 15 Stunden. Wow. Ah, es ist so süß. Könnten ja Cleo eigentlich mal ein bisschen Kristalle suchen lassen, oder? Was hat sie gefunden?
Eine Kapsel. Und jetzt? Und jetzt? Ein Kristall. Was? Alabaster? Was hat sie da bekommen? Alabaster, Tatsache. Oh, der sieht aber cool aus. Was ist in der Kapsel drin? Eine kleine Figur. Oh, und Alexis hat ein Buch fertig geschrieben. Verkauft's von den Verlag. So, und Cleo. Wollen wir ihr hier nicht mal. Wo steht jetzt die Figur? Ach, da. Hey, die ist so. Ah! Die ist putzig, die Figur. Die ist total süß. Oh Mann, kannst du die größer machen? Das ist jetzt natürlich mal eine Idee. Mach sie gruselig groß. Dann stellt sie so vor die Tür und dann hallo. Mal so eine größere Figur ist tatsächlich eigentlich ganz cool. Vielleicht nicht unbedingt vor den Spiegel, das ist vielleicht nicht so praktisch. Aber vielleicht könnten wir Aini umplatzieren. Aini stellen wir jetzt dahin. So, und diesen richtig geil aussehenden Alabasterkristall, den stellen wir hier auf den Schreibtisch. Ja, Mensch, das ist doch mal cool, oder? Das finde ich echt saugut. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, auf die Idee, dass man die Figuren ja auch vergrößern kann. Und der Kristall, wow, kann man den eigentlich auch vergrößern? Dann könnte man sich ja regelrecht so eine Kristallhöhle bauen. Es geht, es geht. Wow, es ist krass. Stellt euch das mal vor. Wow, wow, wow. Oh. Ich muss dringend was ausprobieren, mal in einem anderen Sim-Leben. Das machen wir jetzt wieder rückgängig. Den Stell. Oh, ups, nein. So, genau. Bitte wieder in der Ausgangsgröße. Aber erstens ist der Kristall richtig Hammer und zweitens, damit kann man richtig, richtig gute Sachen anfangen. Warum ist sie noch nicht in der Schule? Keiner geht hier in die Schule. Ich glaub das nicht. So, da kann man noch ein bisschen fleißig lernen, der Gute. Gut. Ich würde aber fast sagen, die Folge war jetzt zwar ein bisschen kürzer als normal, aber es ist gerade so ein angenehmes Ende hier. Ich habe übrigens schon mal überlegt, ob ich nicht doch schon mal langsam anfange mit dem Hausbau für die WG-Trennung. Es wird ja wohl noch bis Ende. Oh je, Alexis ist immer noch richtig sauer. Es wird ja wohl noch bis Ende Mai, nee, Ende April dauern, bis das Add-on rauskommt. Ich habe aber überlegt, nein! Oh, Alexis, du bist doof. Ja, und jetzt drüber jammern. Deswegen habe ich überlegt, ob ich damit nicht doch schon mal anfange. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare reinhauen. Und. Okay. Naja. Okay, und dann können wir ja mal gucken, was wir dann in der nächsten Folge so machen. Also, bis dann, ihr Lieben. Tschüss.